ist Samstag, der 4. August. Nach dem zweiten Ruhetag in Banyos hat uns Marcelo heute Morgen abgeholt und wir fahren zum Cotopaxi. Das Wetter ist etwas wechselhaft, aber wir sind ja noch lange unterwegs und hoffen darauf, dass es besser wird, besonders dann in der Nacht. Gibt es gleich mehrere Überholvorgänge? Oh, jetzt wird es eng. Glück gehabt. Jetzt dürfen wir wieder auf die richtige Seite mal kurz. Naja, und jetzt ist der Steilhang links. Da kommen die anderen zu uns rüber. Na, es kommt gerade keiner. Auch hier wieder so ein Stück. Ja, da gibt es noch viel zu tun in den nächsten Jahren. Nationalpark. Er zeigt sich etwas wolkenverhangen und wir haben einen weiteren Fahrgast aufgenommen. Der telefoniert gerade. Das ist nämlich der Juan. Ja. Wollen die einen Backschisch? Wir sind jetzt an einer kleinen Hüttensiedlung angekommen und wollen hier unser überflüssiges Gepäck für einen Tag ablegen. Ich drehe mich mal kurz rum und seine Majestät, der Cotopaxi, macht sich noch nicht frei. Na, das wird vielleicht noch. Ebene bei der Anfahrt zum Refugio. Wieder zurück auf die Holperkiste. Na gut, große Räder, 4x4. Es ist wahnsinnig viel los. Es ist auch Wochenende, Sonnabend. Wahnsinnig viele Geschosse vom letzten Ausbruch liegen hier auf der Ebene rum. So, und jetzt sind wir in der Suppe drin. Hier ist alles und jeder Mann bzw. jede Frau unterwegs. Naja, da oben ist die Hütte zu sehen, also müssten wir gleich beim
Parkplatz sein. Ein Eldorado für Leute, die noch nie oder selten Schnee gesehen haben. Willkommen am Cotopaxi. Hier oben am Parkplatz weht ein mörderischer Sturm. Es ist noch nicht so sehr kalt, aber hoffentlich wird es morgen nicht so sein. Wir müssen uns erstmal ein klein wenig einpacken. Es ist Wahnsinn, dieser Wind. Marcello hat große Mühe, die Tür aufzumachen. Jetzt hält sie. Und wir werden uns erstmal etwas anziehen. Dann hochlaufen zur Hütte. Es ist Wahnsinn, was hier los ist. Alles voller Sand. Man zieht sich im Schatten, im Windschatten des Autos um. Nach oben. Wahnsinn, hoffentlich ist das morgen früh nicht so. Wir müssen alles festhalten. So, letzte Aufnahme im Sandstrahlgetriebe, dann packe ich das Ding erstmal weg. Wahnsinn! Wir sind jetzt in sinnloser Rekordzeit von 35 Minuten. Vielleicht haben wir es auch gemacht, weil wir ein besseres Bett haben wollen. Hier oben angekommen, es sieht relativ sauber aus. Und wir ziehen hier hinten in der Ecke Quartier. Einen Schneemann gibt es auch schon. Und von da unten sind wir hergekommen. Läppische 200 Meter im Alpenstil. Das schlaucht natürlich ein bisschen. Höhe von 1800 Metern. Hoffentlich legt sich der Sturm. Es bleibt regnet von der Kälte her, aber wenn es schlimmer wird, na mal sehen. So, es gibt wieder leckeren Tee mit Popcorn. Und wie wir sehen, ist hier oben Massenabfertigung à la Kilimanjaro. Die Hälfte fehlt noch. Eine riesige Hütte. Mal sehen, was wird. Sogar einen Ofen gibt es. Drüben auf der anderen Seite ist er sogar angeschlossen. Man kann Getränke und Postkarten kaufen. Und auch leckeres Cerveza in Büchsen. Jetzt kommt sogar die Sonne etwas raus. Es ist ungefähr 3:30 und wenn wir nach hier oben schauen, dann können wir den Gletscherrand sehen. Es sollen 200 Meter sein, bis zum Gipfel 1100 Meter. Mensch, das muss doch mal zu machen sein. Naja. Jetzt haben wir geschafft. Zack, Action. Action. Also, heute werden wir es so aufstehen um 12 Uhr, so Mitternacht, Frühstück und dann um 1 los. Ihr beide, also Micha und Manfred, geht mit Juan. Und ihr beide kommen mit mir. Alle zusammen bis zum Anfang vom Gletscher. Das ist eine Stunde entfernt von hier. Und dann auch zum Gipfel. Wie ich vorher schon gesagt habe, also die Spur ist schon angelegt. Also das ist schon eine richtige Highway für die Summits. Wie war das mit der Gipfelgarantie? 100% Gipfelgarantie. Gott. Jetzt wird etwas weniger heute Abend sein. Noch weniger. Könnte sein, dass es noch weniger. Ich habe mit den Hüttenwirt gesprochen und haben mir gesagt, dass diese Tage sind Leute schon auf dem Gipfel gewesen. Und wird einfach für uns sein. Okay. So, das alte Spiel, was wir schon aus den anderen Hütten kennen. Marcello serviert. Juanito kocht. Und was gibt's heute, Marcello? Das Gemüse ist super und halt ihr Handy mit gekochten Kartoffeln und Dessert. Super. Und hier noch scharfe Soße. Ah, scharfe Soße ist gut. Draußen reißt es auf.
Der Gletscherrand ist zu erkennen, aber man kann, glaube ich, den Sturm noch heulen hören. Hoffentlich wird es etwas besser. Der Sturm flaut nicht ab, die Verpflegung wird dafür immer besser. Leckeres Hühnchen, Kartoffeln, Ketchup und Gemüse. Made by Juanito. Wir müssen auch hier, wie am Chimborazo, uns in eine Registrierliste eintragen, damit alles seine Ordnung hat. Der Eberhard beginnt. Ich werde fortführen. Hier steht's geschrieben. Micha, jetzt bist du dran. Ich bin nochmal vor die Hüttentür gegangen, um nochmal das Szenario einzufangen. Da oben müsste normalerweise der Gletscher sein. Ein Foto konnte ich vorhin schießen. Wir haben hier die Toilette. Und wenn ich weiter rumschwenke, sehen wir, glaube ich, auch noch ein Stück blauen Himmel. Naja, und hier geht's runter zum Parkplatz. Hoffentlich flacht der Wind etwas ab. Es ist jetzt 18 Uhr, wir gehen schlafen. 24 Uhr müssen wir ja schon wieder raus. Tschüssi, bis bald. Mitternacht, aufstehen, anziehen und wie man hört, der Sturm drückt draußen ununterbrochen. Es ist sogar schlimmer geworden. Frühstückszeit, 12:45. Der Marcello ist hier, der Micha und der Manfred. Der Eberhard hat sich entschieden, nicht mitzukommen. Es macht ihm keinen Spaß bei dem Wind, kann ich teilweise verstehen, aber ich habe es ja nicht gehört. Naja, viel geht auch nicht rein heute Morgen. Gleich geht's los, mal sehen, was wird. Ich mache jetzt mal die Tür auf, mal sehen, wie es draußen aussieht. Es hat sogar leicht geschneit. Wenn ich nach oben gucke, sehe ich sogar den Mond. Das ist ein gutes Zeichen, aber es windet. Es windet mörderisch. Man hört's. Ich gehe wieder rein. Die Badejacke ist heute drin. In der gesamten Hütte herrscht hektische Betriebsamkeit und ich denke auch ein klein wenig Vorstadtfieber. So voll war es am Chimborazo nicht. 1.45 Uhr, wir haben den Gletscherrand erreicht und wir seilen uns ein. Wir haben es gut, der Wind weht hier in der Mulde nicht zu stark, aber gleich geht's weiter. Wir sind die erste Seilschaft und ich denke, wir haben gute Chancen. Wo wir schon ganz schön vereist sind.
Es ist kaum zu glauben, wie wir alle aussehen. Ach, wir haben dem Strom gekotzt. Wir werden jetzt schnell wieder nach unten gehen. Michael wird gleich sein Steigeisen dran haben. Sechs Stunden im Aufstieg und drei Stunden im Abstieg. Dem einen ging es bergauf ein bisschen schwer, dem anderen berg runter. Sind wir jetzt hier und wir sind stolz, das können wir sagen. Es waren heute nur 5 Mann oben, 2 Führer und 3 Klienten. Es windet nämlich draußen immer noch. Aber gestern sind 1000 Leute haben gestartet. Genau, 1000 Leute waren gestern hier und wollten hoch. Da können wir stolz sein, oder Micha? Und so sieht dann die Ruhe nach dem Sturm aus. Obwohl, wenn man mal genau hinhört. Guck mal, der Hammer. Guck mal, der Hammer. Voll mit Eis. Ja. Wenn man mal genau hinhört, Sturm ist immer noch. Wahrscheinlich jetzt wochenlang hier am Cotopaxi. Wieder unten am Auto haben sich Juanito und Marcelo bereit erklärt, alles selbst einzuladen, damit ihre Kunden nicht im Sandstrahlgebläse draußen stehen müssen. Wenn wir mal hinhören oder hinsehen, es ist Wahnsinn, was hier los ist. Eigentlich kann man da nicht auf den Berg steigen. So, die anderen sitzen hier. Meine Wenigkeit, der Eberhard, der Manfred und der Micha. Und wir sehen, wie es aussieht, wenn man von einer Exkursion mit viel Schnee, Wind, Orkan vom Cotopaxi zurückkommt und noch dazu ein riesiges Dreimannzimmer hat. Da sieht es dann nämlich so aus. Ich schwenke hier mal rum. Wunderbar. Hier hängt auch noch einiges. Übersehen. Naja, und auf dem Bett sieht es nicht anders aus. Hui, wer ist das denn? Der war aber heute nicht mit auf dem Berg. Deswegen guckt er so traurig. Und wie zum Huhn kommt natürlich heute Nachmittag wer heraus? Natürlich der Cotopaxi. Wetter morgen früh erstrahlt und voller Schönheit. Tja, wir waren eben 2 Tage zu spät. Oder ein paar Tage zu spät.